Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ein Vortrag mit diesem Titel, da scheint die Sache klar zu sein. Historikerin und Archivarin mit feministischem Standpunkt hält einen Vortrag unter dem Blickwinkel einer entsprechend ausgerichteten Methode und dann noch zum Tagungsthema Ungerechtigkeit. Was soll ich eigentlich noch sagen? Aber ich muss etwas gestehen. Lieber Rainer, als ich dich vor rund 30 Jahren in Marburg während des Archivreferendariats kennenlernte, da war ich der Schovi. Ich fand dich in jeder Hinsicht erstaunlich, dass du damals, heute auch noch, Abonnent der Zeitschrift Emma warst, gehörte dazu. Ich fand die Herausgeberin Alice Schwarzer immer ein wenig zu schrill und zu laut, zugegebenermaßen ohne klare Sachkenntnis. Du hast ihre Artikel gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit diesen einleitenden Worten ein wenig an die bürgerliche Polarität von Mann und Frau erinnert und sie ein bisschen verunsichert habe und sie daran erinnern konnte, dass die mit dieser Polarität verbundenen Eigenschaften von Mann und Frau Konstrukte sind und die unsere Wahrnehmung steuern. Bevor ich jetzt noch ein paar Eigenschaften von Mann und Frau aufführe, muss ich einen kleinen Exkurs machen, weil eigentlich befinde ich mich mit dieser Polarität auch schon fast mittlerweile in einem altmodischen Duktus, denn ich gebe zu, sich nur auf diese beiden Geschlechter zu konzentrieren, ist eigentlich schon fast ein überholter Gesichtspunkt angesichts heutiger multipler Bedeutung geschlechtlicher Zugehörigkeit. Aber ich versuch's trotzdem. Zurück zum Thema Mann-Frau. Der Mann wurde als aktiver und gestaltender Bürger gesehen, die Frau hingegen in die Sphäre privater Häuslichkeit versetzt. Und diese Entwicklung vollzieht sich seit dem 18. Jahrhundert. Den Frauen wurde Passivität, Schwäche, Schutzbedürftigkeit, Fürsorglichkeit, Emotionalität und Häuslichkeit als nicht veränderbare und, das ist das Wichtige, naturbedingte Eigenschaften zugeschrieben. So das Fazit der entsprechenden literaturwissenschaftlichen Forschung. Diese Kodierung, die zwischen 1760 und 1780 eine wesentliche Strukturierung erfuhr und durch eine männlich dominierte Kultur vorangetrieben wurde, so das Zitat, war eines der wichtigsten Erkennungs- und Distinktionszeichen, mit denen sich das Bürgertum von anderen sozialen Klassen und Schichten zu unterscheiden suchte. Zum rechtlichen Hintergrund ganz kurz: Das im Januar 1900 in Kraft getretene bürgerliche Gesetzbuch schrieb erstmals einheitlich für die Gebiete des Deutschen Reiches die seit dem 18. Jahrhundert sich durchsetzende Auffassung fest von der naturgemäßen, also biologisch fixierten Polarität der Geschlechter. Die Ehefrau wurde mit ihren Kindern dem häuslichen und damit dem mit fortschreitender Industrialisierung als nicht mehr so ganz produktiv angesehenen Bereich zugeordnet. Dem Ehemann als in der Welt agierender Versorger stand auch die Verwaltung und die Nutznießung des durch die Frau eingebrachten Vermögens zu. Man wundert sich, erst seit Juli 1958 sind Frauen nicht mehr der Entscheidungsgewalt ihres Ehemanns unterworfen. Sie dürfen ohne Einwilligung ein Arbeitsverhältnis eingehen und seit 1962 sogar ein eigenes Konto eröffnen. Die Reform des Ehefamilien- und Scheidungsrechts 1976-77 hat die Vorstellung von der Alleinzuständigkeit der Frau für den Haushalt zugunsten partnerschaftlicher Lösungen aufgehoben. Vor diesem Hintergrund, den ich Ihnen geschildert habe, haben sich Frauen, selbst wenn sie im öffentlichen Bereich ausgeholfen haben oder organisatorisch tätig waren, sich nicht als grundsätzlich gestaltend erlebt, jedenfalls häufig genug, sondern nur als Vertreter für abwesende Männer. Martha Ida Schröter-Paul beschrieb ihre pragmatische Organisationstätigkeit für die jugendbewegte studentische Gruppe, die sie im Ersten Weltkrieg über Wasser hielt, und das war nicht so ganz einfach, mit den Worten: Ich war die Göttinger Freischar. Schriftliche Zeugnisse in den Zeitschriften der Jugendbewegung hingegen finden wir von ihr kaum, umso mehr jedoch von den aus dem Krieg zurückkehrenden Männern. Sobald die zurückkehren, kommen sofort die schriftlichen Zeugnisse, kommen die Aufsätze, kommen die Statements und man hat nicht das Gefühl, dass Martha Ida Schröter-Paul jemals etwas organisiert hat. Christina von Braun, Nichte von Werner von Braun, stellte mit Blick auf ihre eigene nähere Verwandtschaft fest, dass die Männer, Zitat, Geschichte machen und ihre Persönlichkeiten in mehreren Büchern bereits gewürdigt worden waren. Also es ist auch die Nichte von Werner von Braun, es ist so eine Familie, wo es bekannte Persönlichkeiten gibt.
Die Frauen hinterließen hingegen keine im öffentlichen Raum zugänglichen Quellen. Sie haben schon Quellen hinterlassen. Sie führten Tagebücher oder schrieben Briefe, so Christina von Braun. Ihr Anteil der Familiengeschichte wurde entsprechend nicht rezipiert, bis sie sich dessen angenommen hatte. Silvia Bovenschen konstatiert in ihrer Arbeit zur imaginierten Weiblichkeit, in den 70er Jahren ist die Arbeit entstanden, einen Mangel an Belegen, Zitat, und Überlieferungen der Anwesenheit der Frauen im geschichtlichen Prozess. Ich füge hinzu, und damit mache ich mal das erste Bild, aber selbst dort, wo es Quellen gibt, werden sie falsch oder nicht angemessen wahrgenommen. Ich war hier schon bei zwei Vorträgen, das ist eins meiner Lieblingsbilder, das ist Aurora von Königsmark und die ist in Stade geboren. Und ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Als eindrucksvolles Beispiel für die verzerrte Wahrnehmung und Bewertung einer Frau sei an dieser Stelle die in Stade Unterelbe geborene Maria Aurora von Königsmark angeführt, deren Familie auch Besitzungen in Ostholstein hatte. Damit habe ich den Holsteinbezug hergestellt. Die schwedische Reichsgräfin, passt ja hier auch, war Mitglied einer einflussreichen Adelsfamilie und an europäischen Höfen bestens bekannt. Sie galt an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert als begabte Dichterin galanter Lyrik und wurde Zeit ihres 66 Jahre währenden Lebens auch als Komponistin, also als wirklich gute Komponistin und Mäzenin der Künste anerkannt und wegen ihrer Gelehrsamkeit gefeiert, so auch im Zedler, in dem seit 1732 erscheinenden Universallexikon. Auch nach heutigen Maßstäben führte sie ein sehr selbstständiges Leben und kann nicht zuletzt mit ihren Beiträgen zur römischen Octavia Herzog Anton Ulrichs, das ist der braunschweigische Herzog, zu dem sie enge Verbindungen hatte, als herausragende Vertreterin der galanten Lyrik und Poesie gelten. Ein Blick in die Nachschlagewerke des 19. und 20. Jahrhunderts, unter anderem in den Brockhaus, der sich ja auch als wissenschaftlich zeigt, zeigt, dass sie nur noch als Mätresse August des Starken und als Mutter des gemeinsamen Sohnes Moritz von Sachsen erwähnt wird. Also in ihre auch öffentlichen Auftritte privatisiert werden und in diese privatpersönlichen Beziehungen transformiert werden. Und dabei wird auch die gar nicht so lange dauernde Beziehung zum sächsischen Kurfürsten, also das war 2 Jahre, wo er den größten Teil im Feldlager war, wird als prägend für ihr Leben geschildert, was übrigens für andere Mätressen auch gilt. Die Männer erkalten, wenden sich ab, die Frauen werden ruhelos, weil sie diese prägende Lebensphase ihres Lebens nicht vergessen können. Das ist verwunderlich. Es ist ein launiger Geburtstagsvortrag. Ich erlaube mir das mal. Dies ist verwunderlich, da die Verbindung mit August dem Starken einfach nur wenige Monate andauerte, wobei die zweifelhafte Schilderung über das Liebesleben August des Starken in dem Werk Das galante Sachsen, das Karl Ludwig von Pöllnitz 1734 mit Blick auf Leserfantasien und Auflagen publizierte, offensichtlich auch wissenschaftlich orientierte Lexika beeinflusste. Meyers Lexikon von 1885 bis 1895 bezeichnet Aurora von Königsmark eben tatsächlich nur noch als Geliebte August von Sachsen, des Ersten, Schwester von Christoph von Königsmark, das ist der, der mit der hannoverschen Kurprinzessin ein Verhältnis hatte und dann von den Welfen ertränkt wurde in der Leine. Tochter des 1673, also man sieht hier Schwester, Tochter des 1673 bei der Belagerung von Bonn gefallenen Grafen Kurt Konrad. Ihre Schönheit gewann den Kurfürsten und sie ward seine erklärte Geliebte. Schon nach Jahresfrist erkaltete August Zuneigung zu ihr und Aurora zog sich in die Abtei zu Quedlinburg zurück. Immerhin, Meyers weist am Ende des 19. Jahrhunderts kurz auf die Werke von Aurora hin, mehrere kleine Opernmotive, ein paar Liebeslieder und einige Kantaten. Also es klingt nach einem unsystematisch betriebenen Zeitvertreib und nicht nach aufsehenerregenden Opernaufführungen, wo Aurora selbst teilgenommen hat, am schwedischen Hof beispielsweise. Im 20. Jahrhundert wird Aurora in der Brockhaus-Enzyklopädie ebenfalls als Schwester von Christoph von Königsmark genannt, als Geliebte. Und es wird darauf hingewiesen, dass sie 1698 als Koadjutorin das reichsunmittelbare Stift Quedlinburg ging, wo sie 1700 Pröbstin wurde. Bitte beachten Sie in beiden Einträgen den Hinweis auf das Reichsstift. Quedlinburg wird leicht als kirchlich konnotierter Lebensort, als Rückzugsort konnotiert
Und dass Aurora von Königsmark als Pröbstin nach dem Tod der Äbtissin das Stift von 1704 bis 1718 stellvertretend für diese verstorbene Reichsfürstin regierte, wird nicht erwähnt. Es wird also deutlich, wie wichtig es ist, unvoreingenommen in Literatur und in den Quellen nachzulesen, wenn sie denn bereitgestellt werden. Und spätestens jetzt kommen die Archivare ins Spiel. Archivare und Archivarinnen bewerten heute Unterlagen und definieren dabei, was sie für geschichtsmächtig halten, wen sie als bedeutende Person überliefern wollen. Selbst in ihrer jeweiligen Zeit verhaftet, sind sie also aktiv an der Konstruktion der Erinnerung, der Erinnerungsarbeit beteiligt und damit an der Verfestigung von Wahrnehmung durch Überlieferung und Traditionsbildung. Als Profession, selbst dem bürgerlichen Kanon verpflichtet, haben Archivare, und jetzt habe ich die männliche Form gewählt, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert zur Ungerechtigkeit in der Überlieferung weiblicher Lebensläufe und Leistungen von Frauen beigetragen, Archivarinnen sicher auch. Denn bis weit in das 20. Jahrhundert hinein galt klassischen Archivaren, vor allem der staatlichen Archive, die Überlieferung großer Männer und die politische bzw. Verwaltungsgeschichte als vorrangig. Diese Engführung haben die um 1900 entstandene alte Frauenbewegung, so die Leiterin des in den 1980er Jahren gegründeten Archivs der deutschen Jugendbewegung, Cornelia Wenzel, gesehen. Sie haben daraus die Notwendigkeit der Aufbewahrung ihrer Unterlagen in eigenen Archiven und damit die Dokumentation des Aufbrechens bürgerlicher Stereotype thematisiert. Faktisch habe sich jedoch die alte Frauenbewegung zu wenig um die Archivierung gekümmert, so Wenzel. Hier habe sich seit den 70er Jahren ein qualitativer Wandel vollzogen und das will ich Ihnen auch gleich zeigen und präsentieren. Die neue Frauenbewegung nehme diese Sicherung ihrer Überlieferung ernst und dass sich ein qualitativer Wandel vollzogen hat, würde ich mal sagen, sieht man daran, dass 2016 der Verein Deutscher Archivare und Archivarinnen, wie er jetzt heißt, ein Positionspapier zur Sicherung der Überlieferung der neuen sozialen Bewegung, und dazu gehört die Frauenbewegung, neben zahlreichen anderen wie der Umweltbewegung, der Jugendbewegung, die brechen ja alle Ende des 19. Jahrhunderts auf. Also, dass der VDA, auch die neue, seit den 1970er Jahren entstandene Frauenbewegung gehört dazu, in einem Papier den freien Archiven eine große Bedeutung zugesprochen hat. Lebensläufe von Frauen sind also keine weiblichen Fußnoten mehr, wie ein Spiegelartikel titelte. Frauenarchive tragen mit ihren Publikationsreihen und auch mit digitalen Präsentationen dazu bei, weibliche Lebensläufe und Lebenswelten in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken. Vieles andere. Kennzeichen der neuen Frauen- und Lesbenbewegung ist, dass sie stark vernetzt und in der Öffentlichkeit medial präsent ist. Das ist sehr, sehr deutlich. Hier sieht man das Deutsche Digitale Frauenarchiv, was 2017 war es, glaube ich, auf dem Archivtag auch präsentiert wurde. Da wurde die Metamaschine über die ganzen, also diese Meta-Datenbank-Suchmaschine über die ganzen Datenbanken der Frauenarchive freigeschaltet. Also wenn etwas auf dem Archivtag präsentiert wird, dann ist es schon auch mitten in der Archivwelt. Also Kennzeichen ist, dass sie stark vernetzt in der Öffentlichkeit medial präsent sind. Der 11. Mai ist zum Tag der Frauenarchive erklärt worden, da gibt es auch immer eine Kampagne. Hier ein Beispiel des Deutschen Digitalen Frauenarchivs, ein seit September 2018 verfügbares interaktives Fachportal mit einer Metasuchmaschine über die Datenbanken der Archive der Frauen- und lesbischen Bewegung. Das ist angereichert mit Digitalisaten, analoge Archivalien sowie mit Themen und Akteuren zur Geschichte der ersten und zweiten Welle der Frauenbewegung, und zwar in ganz Deutschland. Das finde ich ganz wichtig. Hier werden tatsächlich Frauenbewegungen in der DDR und der Bundesrepublik auch zusammengedacht. Wie gesagt, hier sieht man ein Beispiel. Träger des Deutschen Frauenarchivs ist der Dachverband IDA. Das ist kein Frauenname, sondern ist IDA, I.D.A. ist die Abkürzung für Information, Dokumentation und Archivierung. In diesem Dachverband sind die Archive der Frauen- und lesbischen Bewegung zusammengeschlossen. Das heißt Netzwerk, mediale Präsentation, also alles, was es vorher nicht gab und was einfach Überlieferung und Traditionsbildung, geschlechtermäßige Traditionsbildung bedeutet, haben wir heute Morgen in dem Beitrag der Offiziere der Marine sehr deutlich gesehen und wie sie auch Menschen binden kann. Und das ist bei Frauen ja immer von Generation zu Generation auch weggebrochen.
Also Träger des digitalen Frauenarchivs ist der Dachverband. Hier die Seite von IDA und hier nochmal eine Liste, einfach mal so, die müssen Sie jetzt nicht alle durchlesen, aber um zu zeigen, dass das schon etliche sind und es gibt auch eine Karte, wenn man sich die Bundesrepublik ansieht, das ist über die sind über die ganze Bundesrepublik verteilt. Nicht zum Dachverband gehört das Archiv der Deutschen Jugendbewegung, die mit den sozialen Bewegungen um 1900 entstanden ist. Die Publikationen dieses Archivs haben in der Vergangenheit stark auf männliche Protagonisten abgehoben, sodass ich dachte, ich frage die Leiterin mal und dann könnte man sagen, Frauen, weibliche Überlieferung kommt zu kurz. Aber sie antwortete mir, zahlreiche Frauennachlässe konnten inzwischen gesichert werden. Es gibt auch demnächst auch eine Arbeit über diese Frauen in der Jugendbewegung. Und die Erkenntnis der Leiterin Susanne Rappe-Weber ist, persönliches Sammeln tun Frauen schon lange. Wenn sie sich dann noch wichtig genug finden würden, das Archiven anzubieten und auf diesen meist nicht staatlichen Bereich zugreifen würden, sehe die Lage schon anders aus. Und Susanne Rappe-Weber ist da ebenso aktiv wie jetzt hier zum Beispiel die Archive der Frauen- und lesbischen Bewegung. Es ist, so meine Hypothese, meine These, Frauen erstmals gelungen, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen und Geschlecht als politische Kategorie ins Bewusstsein zu rücken, auch über solche Vernetzung und vor allem mediale Präsentationen. Die Hinweise auf den Internetseiten zeigen vor allen Dingen, dass die Archive unterstützt werden und auch staatliche Förderung erhalten. Das ist ganz wichtig und ich habe hier eine Initiative des Landesfrauenrates Niedersachsen. Das gibt es auch in Sachsen-Anhalt, für Schleswig-Holstein habe ich nichts gefunden, diese Initiative zu Frauenorten. Da haben wir auch den Frauenort Agathenburg jetzt, weil die Familie von Königsmark da gelebt hat und Aurora von Königsmark ist dort aufgewachsen. Also da gibt es auch eine Ingenieurin bei VW, die sonst vergessen worden wäre. Ich finde das eine ganz tolle Initiative und diese Frauenorte sind auch mittlerweile über ganz Niedersachsen verstreut und auch die Tourismusvereine, und damit fängt das ja an, in die Mitte der Gesellschaft zu gehen, die greifen das auf, weil sie damit Werbung machen können. Also ich merke das so richtig. Ne? Und auch mein Lions-Club, einer der ganz wenig gemischten Lions-Clubs, wir wollen uns jetzt für einen Frauenort in Pferden stark machen und auch weitere Frauenorte in unserem Distrikt noch ausgucken. Also da merkt man so, da springt man auf, da macht man mit. Insgesamt gibt es, um da nochmal drauf zu kommen, ein buntes Spektrum an Frauenbewegungen, nicht nur die meist linksliberal-bürgerlich Erinnerten. Und es gibt ein buntes Spektrum an Institutionen mit Schriftgut zu weiblichen Lebensläufen. Also nicht nur beim Landesfrauenrat entsteht Schriftgut und bei IDA, sondern ich habe hier mal den Deutschen Unternehmerinnenverband genommen, da kommt man ja nicht so drauf. Den hat 1952 Käthe Ahlmann gegründet. Käthe Ahlmann war eine Stahlunternehmerin, Stahlproduzentin, in den 50er Jahren sehr bekannt. Das Werk war in Büdelsdorf bei Rendsburg. Die Familie ist da ja heute noch produktiv tätig. Und Käthe Ahlmann hat nicht aus feministischen Gründen, sondern weil sie meint, 50% der Fachkräfte in Deutschland werden einfach nicht eingesetzt, ist sie initiativ geworden. Sie merken aber auch, die Darstellung des Deutschen Unternehmerinnenverbandes ändert sich und hier müsste man eigentlich näher drauf eingehen, Heike. Es ist eigentlich auch ein bisschen unfair, das oben ist schwarz-weiß, das unten ist bunt. Ich weiß nicht, ob sich die Damen da oben so hätten ablichten lassen. Da oben, naja, das sind Erbinnen von riesigen Vermögen von Industriefirmen, deren Männer, Brüder, Väter im Zweiten Weltkrieg verstorben sind. Und deswegen hat Käthe Ahlmann gesagt, wir können diese Produktivkräfte, müssen wir für die deutsche Wirtschaft erhalten. Und deswegen hat sie diesen Unternehmerinnenverband gegründet. Und an dieser Stelle sei noch mal ein kurzes Zitat angeführt, um deutlich zu machen, dass die rhetorische Figur, um Leistungen von Frauen zu verniedlichen, zu privatisieren, auch in den 50er Jahren bei den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft sehr präsent war. Die haben nämlich auf die Gründung dieses, finde ich sehr rational,
agierenden Unternehmerinnenverbandes. Also die mussten beurteilen, ob sie einen Geschäftsführer anstellen. Sie mussten jetzt plötzlich in wirtschaftliche Zusammenhänge sich einarbeiten. Das ist ja völlig rational. Das sind ja wichtige Industrien. Daraufhin antworteten oder kommentierten Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft damit, dass es sich hier um ein millionenschweres Damenkränzchen handle und der Verein die schmückende Nelke im Knopfloch der deutschen Wirtschaft sei. Das ist, wer jetzt hier irrational ist, das müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber ich finde schon, sie steht da sehr selbstbewusst. Also hier würde ich gerne noch mal drüber nachdenken. Ich habe die beiden Bilder also bewusst erstmal nebeneinander gesetzt. Es gibt aber auch noch andere Frauenbilder, das ist der Deutsche Landfrauenverband, der forscht, das Präsidium des Deutschen Landfrauenverbandes, hier einfach auch nochmal, um einen Eindruck zu haben. Die Landfrauen sind auch ein Stück Frauen-Emanzipationsbewegung, aber eben eher früher eher der nationalrechten Seite. Fazit: Für die Überlieferung weiblicher Lebensläufe ist also nicht nur die Sicherung von Quellenmaterial wichtig, sondern auch die Präsentation und Positionierung von historischen Frauenfiguren in der Öffentlichkeit. Dabei ist zu bedachten, und jetzt zitiere ich gleich nochmal Silvia Bovinschen, dass es sich bei dem historischen Material um Gefiltertes handelt, um Bilder, Zuschreibungen, Projektionen etc. Das muss man dekonstruieren. Das habe ich vorhin versucht, mit Aurora von Königsmark mal zu demonstrieren. Es gibt dieses Material, also es ist nicht so, dass zu Frauen auch in früheren Zeiten nichts vorhanden ist. Häufig ist es auch weggeschmissen worden, häufig nicht aufgehoben worden, aber es gibt Material. Und das müssen wir in seine Teile zerlegen, auf seine Gehalte und seine diskursiven Einordnungen hin untersuchen. Und jetzt springe ich nochmal und habe nochmal ein bisschen etwas sehr Provozierendes gemacht. Die neuere Forschung ordnet die Position Aurora von Königsmarx am Sächsischen Hof auch neu ein. Und zwar auch die Position Aurora von Königsmarx, wie die auch der anderen Staatsmätressen im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Beispielsweise auch der aus Ostholstein stammenden Nachfolgerin Constantia von Kose, rechts, pointiert ausgedrückt, und das ist jetzt wirklich launig pointiert ausgedrückt, gelten Staatsmätressen nunmehr als Höflinge in Spitzenpositionen, das kommt von mir, mit Managementfunktionen. Das sind also leistungsstarke Managerinnen, wenn man sich die Liste dessen, was sie an Aufgaben hatten und was sie machen mussten, um auf dieser Position, die ja sehr fragil war, zu bleiben. Vielleicht unterscheiden sich heutige Unternehmerinnen und die Staatsmätressen der frühen Neuzeit im Outfit. Man denke hier bei Staatsmätressen auch an die aktenlesende Madame Pompadour, die ja für das Bündnis Österreich-Frankreich, also die Veränderung der Koalitionspolitik in Frankreich, zuständig war. Man denke hier auch an die aktenlesende Madame Pompadour, und vielleicht unterscheiden sich heutige Unternehmerinnen und Staatsmätressen dann auch gar nicht mehr so sehr voneinander, vom Business Outfit einmal abgesehen. Also ich würde es auch als Business Outfit bezeichnen. Vielen Dank. Applaus